Ich stieg in der Kettenbrückengasse in die U4. Aus einem der Zeitungsstände am Eingang hatte ich mir eine Gratiszeitung genommen. Ich las im Stehen: Gen zeigt, Hitler mit Afrikanern verwandt. In Liverpool wurde John Lennons Toilette versteigert. Ein Schwein hat 3.377 Fans auf Twitter und eine Haushaltshilfe 41 Nägel im Körper. Ich war auf dem Weg in die Stuhlbeinbrötchenstube in der Schwertgasse im 1. Bezirk. Eine Durchsage: Bitte überlassen Sie Ihren Sitzplatz, bei Bedarf Frauen mit Kinn. Das Band riss ab. Frauen mit Kinn sollte ich also meinen Platz überlassen. Neben mir saß ein Volksschulkind, es las auch das Umsonstblatt, war aber auf einer anderen Seite als ich. U10 Kidstation. Das Mädchen war Brillenträgerin. Sie nahm die Brille ab, zog ein Brillenputztuch aus der Tasche und wischte sich damit über die Augen. Ich hatte noch nie einen Menschen gesehen, der sich die Augen putzt, war aber bei der Feinstaubbelastung in den Städten keine dumme Idee.